Artefakten. Tun Sie nicht. Nein? Diese Information habe ich vorerst für mich behalten. Echt? Wir zwei haben so viel Zeit miteinander verbracht. Ja? Es ist mir immer schwerer gefallen, dir das zu verheimlichen. Und es tut mir leid. Naja, aber sowas ist ja okay. Indem ich dir das sage, verstoße ich gegen all meine Befehle, aber es war richtig so. Das spüre ich. Man kann doch mit so einer Geschichte nicht einfach ins Haus fallen, weißt du? So, hi, ich bin's und ich bin übrigens Doppelagentin, ich schicke Informationen an meine Familie und das ist ja klar, dass man es am Anfang so nicht erzählt. Für mich bist du weiterhin einfach nur Adreja. Hast du mir nicht vertraut? Das kann ich nur schwer akzeptieren. Ich muss einmal... Ja, das ist klar. Das passt schon. Du weißt nicht, wie sehr mich das erleichtert. Ist ja auch da reingeboren, Euda. Danke für dein Vertrauen. Ja, bitte. Also die ist Triple Agent und schickt vertrauliche Informationen an ihre Familie und bla blub und so weiter. Ja, ich weiß, Euda. Ich habe doch schon so viel gelöscht. Oh mein Gott, lass mich halt noch mehr löschen. Okay, Level 3, 4. Okay, 1 habe ich gar nicht mehr, oder was? 3, 4, 5. 6. 6. Okay, 7. Okay, 8. Ach, wir schauen, dass wir, wenn es geht, immer ein Level behalten. Gut, die ersten zwei haben wir jetzt nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Was willst du machen? Ich habe nicht gewusst, dass ich so viel löschen muss hier. 10. 12 haben wir 1000 anscheinend. Ach, das war die Quest mit den Mantis. Wow, okay. Da habe ich schon bekommen, das Ding. Und ich habe immer normal gespeichert. Level 13... Haben wir auch viel. Wie gesagt, ich würde gerne die Spielstände halt alle zu Hause, also alle also im Rechner haben, aber irgendwie sind die bei mir nicht auf dem Rechner. Ich habe gesucht schon. Das ist nur irgendwie in der Wolke. Reicht das jetzt? Kann ich jetzt einmal zumindest normal speichern? Automatisch speichern. Das habe ich gespeichert gerade. Das weg. Und einfach neu speichern. Meckerst du noch? Okay, jetzt nicht. Gut. So, wir müssen überreden. Also, Infinity LTD behalten, ja. Neuroamt, nein. Müssen wir abschaffen. Vielleicht macht es dann jemand anders, aber es ist jetzt erstmal egal. Hi. Hallo, Rob Price. Der Fluch meiner Abteilung. Wenn du etwas zu sagen hast, fass dich kurz. Ich habe gehört, dass du nicht begeistert bist von der Aussicht, Infinity LTD zu kaufen. Ich bin nur hier, um das Meeting in die richtige Entscheidung. Ich bin nur hier, damit du im Meeting die richtige Entscheidung triffst. Masako würde es sehr schätzen zu wissen, wenn du die Übernahme von LTD Infinity LTD unterstützt. Das ist gut, ja. Ich will nur sicher gehen, dass die in meinem besten Interesse handelt. Wieso bin ich der Fluch der Abteilung? Weißt du nicht mehr, was ich nach deiner Einstellung sagte? Was denn die? Alle rechtlichen Probleme sind meine Probleme. Aber? Mach keinen Ärger mit Behörden. Oh mein Gott, ich habe alle erschossen. Du warst sehr fleißig, was mir viel Arbeit beschert. Ja, einer muss es ja tun. Das hast du richtig gehört. Ja, aber das ist alles deutet darauf hin, dass Infinity LTD für uns Pandoras Büchse wäre. Na, also überzeugen. Von juristischen Problemen mal abgesehen, überwiegen definitiv die Vorteile einer Übernahme. Erkläre mir, warum Infinity eine gute Investition ist. Etwas Lachen könnte mir gut tun. Infinity LTD zu übernehmen, würde Ryujin noch stärker machen. Es gibt definitiv Vorteile, aber sind sie das Risiko denn wert? Denk schon. Manipulieren. Du weißt, dass die Vorteile einer Übernahme von Infinity die Nachteile überwiegen. Du kannst unmöglich all die Feinheiten einer solchen Übernahme verstehen.
überzeugen. Es reizt dich doch bestimmt, einen wasserdichten Deal hinzubekommen. Handel. Wenn es hier nicht um Infinity ginge, dann ganz bestimmt. Das reicht jetzt. Ich hatte mir das unterhaltsamer vorgestellt. Okay, wenn du doch nur echtes Talent für Überzeugungsarbeit hättest. Infinity 3.1. Immer noch ja. Okay, mit einem Neuroamp. Mit dem internen Neuroamp ließ sich jede Situation kinderleicht lösen. Wenn du einen juristischen Albtraum willst, wäre der Neuroamp ein Volltreffer. Genau. Das kannst du laut sagen. Okay, passt. Erstens, wenn du das Gerät an mir benutzt hast, zerre ich dich für den Rest deines Lebens von einem Gerichtsverfahren zum nächsten. Oh, wild. Zweitens, ja, bitte? Ist die Technik eine Menschenrechtsverletzung, die keine Rechtsabteilung verfechten will. Die tut dagegen, ich werde tun, was ich kann, damit sie ernsthaft verzögert wird oder nie ans Licht der Welt kommt. Richtig so, passt. Nun, das ist eine sehr klare Position. Ja, finde ich gut. So seh ich auch so, der interne Neuroamp hätte nie das Tageslicht erblicken dürfen. Okay. Ich bin erfreut und überrascht, das von der einzigen Person zu hören, die einen hat. Masako kann von Glück reden, dass sie dich hat, okay, wir sind auch zwei, wenn du mir zwei. Nichts als Ärger machst. Vom internen Neuroamp abgesehen bist du womöglich Ryujins größte Trumpfkarte. Das Siehste? War ein sehr aufschlussreiches Gespräch, oh, ich bin die aber größte ich muss Trumpfkarte. Mich jetzt wirklich meine Notizen Karte zuwenden. Für den Trumpf. Okay, wir müssen noch schauen. Also 3.1 Infinity ist schon fast safe. Neuroamp ist nicht safe. Neuroamp ist nicht safe. Aber wir haben jetzt hier bei ihr nur die Hälfte geschafft. Okay, guck mal, nächstes Büro. Hallo. Kann ich dich beklauen hier? Hast du wieder Geld? Nee. Bin ich immer gespannt. Hi. Will Masako sicher gehen, dass ich noch auf ihrer Seite bin? Ja. Vielleicht, das hängt davon ab, welche Seite du bist. Mir war nicht klar, dass es Seiten gibt. Ich bin aus eigenem Antrieb hier. Warum denkst du, dass Masako mich geschickt hat? Ja, natürlich. Du kannst Masako sagen, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Okay. Wir verfolgen nämlich die gleichen Ziele. Welche sind das? Wir müssen zuschlagen, bevor die Öffentlichkeit wieder abgelenkt wird. Okay. Kostenlose PR ist immer gut. Also für ihn besonders, die ja. Wenn sie uns gut dastehen lässt. Manipulieren. Sie... Jetzt ist sie kostenlos, aber sie wird Riot Gin in finanzielle und rechtliche Schwierigkeiten stürzen. Wir würden das ganze unschuldige Personal retten, würde uns im guten Licht dastehen lassen. Was spricht für die Übernahme? Es muss eine Übernahme von Infinity Ltd. eine Schattenseite. Ja, okay, das hier. Das hier. Ich kann aus der Sache mindestens ein Jahr gute Presse herausschlagen. Ja, okay, passt. Okay, Infinity 4. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall gegen den Neuroamp nochmal stimmen. Wenn Ryujin weiterhin gut dastehen lassen will, solltest du eine wichtige Sache beachten. Ich möchte eigentlich mehr als über nur Infinity reden. Ja, okay, wichtige Sache beachten. Na schön. Nach allem, was du getan hast, hast du dir wohl eine Meinung verdient. Oha. Egal, wie unqualifiziert du vielleicht bist. Also, lass hören. Den internen Neuroamp, die forschen, sollte verboten werden. Wir sollten jede Chance nutzen, aus dem internen Neuroamp Kapital zu schlagen. Der interne Neuroamp wird alles ändern, aber er braucht feste Rahmenbedingungen. Hast du schon mal einmal bedacht, wie übermächtig der interne Neuroamp ist? Verboten werden. Der mögliche Aufschrei gegen diese Technik ist mir bewusst. Okay. Aber der interne Neuroamp wird ein neues Zeitalter der Technik einläuten. Das ist so schwer. Mit Ryujin an der Spitze. So eine Gelegenheit gibt man nicht einfach auf. Digga. Und die Öffentlichkeit soll ein Produkt gutheißen, das nichts an der Bürger manipulieren kann? Ihr könnt unmöglich solche Technologie vorstellen und dafür öffentlich Beifall ernten. Manipulieren. Keine Chance, dass du den moralischen Aufschrei zum Schweigen bringen kannst. Du hast recht. Ach so. Wenn wir das Vertrauen unserer Kunden verlieren, können wir es womöglich nie wieder zurückgewinnen. Wie hat das nicht gefallen? Schlimmer noch. Sie könnten direkt zur Konkurrenz überlaufen. Wie es scheint, hast du tatsächlich mehr Talente als nur als Agent. Aber warum hat es dir nicht gefallen? Vielleicht ziehe ich dich in Zukunft wieder zu Rate. Sorry?
Also... Hä? Also für Infinity ist safe. Für interne Neuroamp habe ich nein, ja. Ich will den nicht, aber warum ist dann Andrea traurig? Die ist doch auch dagegen. Verstehe ich gerade nicht. Für Neuroamp muss ich nein kriegen. Check nicht ganz, warum die da auf einmal traurig ist. Und wie geht es dir heute? Ich hoffe, du hast keine Erinnerungslücken oder Flashbacks oder dergleichen. Doch, war wild. Mir geht es toll. Keine Nebenwirkung, soweit ich sehen kann. Ich bin nicht hier, um über meine Gesundheit zu reden. Nee, ich wache öfters an seltsamen Orten auf. Sind das die bekannten Nebenwirkungen? Über das dann direkt zur Sache kommen. Dann sag mir wenigstens, was du vom Neuroamp hältst. Diese interne Neuroamp verändert alles. Vena, du wirst doch noch berühmt. Wena, diese Technologie ist gefährlich. Niemand sollte diese solche Macht besitzen. Ich hoffe doch, du meinst nicht ernsthaft, dass diese Technologie, an der ich seit Jahren arbeite, nie das Licht der Welt erblicken aber ist soll. Diese Technik ist bahnbrechend. Mein Lebenswerk. Ja, kriegst einen Lutscher. Überzeugen. Du bist Wissenschaftlerin, also hör mir bitte zu, betrachte es von allen Seiten. Wenn dir der Ruhm mehr bedeutet als die Moral, ist das dein Problem. Ich werde in dem Meeting verlangen, dass die gesamte Forschung eingestellt wird. Siehst du denn wirklich nicht den Nachteil dieses Geräts? Natürlich, aber Dominion kann auch für großartige Dinge eingesetzt werden. Die Menschheit erschafft schon immer Gefahren und wir haben sie immer geregelt. Bei dem internen Neuroamp wird es nicht anders sein. Dafür können wir sorgen. Ich werde in dem Meeting verlangen, dass die gesamte Forschung eingestellt wird. Meinetwegen, aber ich glaube kaum, dass die Mehrheit dafür stimmt. Masako strebt schon länger die Fertigstellung von Dominion an. Sie wird mich also definitiv unterstützen. Die nächste Frage ist dann wohl, was wird aus Infinity LTD? Okay, wir haben 3-3. Ach du Kacke. Wenn wir sie übernehmen, entdecken wir bestimmt lustige Versuche, unsere Arbeit nachzubauen. Stimme gegen die Übernahme? Ihre Forschung taugt nur als Negativbeispiel. Hast du klare Meinung? Ich würde die Firma gern übernehmen. Ja, es aber passt. Wenn nicht, könnte ich damit leben. Faye mag beim Versuch, meine Arbeit nachzubauen, zu weit gegangen sein, aber als Ingenieurin ist sie brillant. Ich bin neugierig, woran sie noch gearbeitet hat. Ich würde gern ihre Forschung sehen. Stimme gegen die Übernahme. Wenn wir sie übernehmen, entdecken wir bestimmt lustige. Okay, Versuche, okay. Genau. Nicht, dass ich hämisch wäre. Okay, vielleicht ein bisschen. DeMarcus und ich freuen uns schon lange darauf, also hoffe ich wirklich sehr, dass der Deal durchgeht. Tja, das war definitiv das interessanteste Gespräch, das ich heute hatte. Wir müssen... Jetzt können wir nur noch auf das Meeting warten, was? Wir sehen uns dort. Wir müssen noch eine Person gegen den Ding. Das muss jetzt klappen, Leute. Gegen Neuroamp. Ich habe halt nicht verstanden, warum Andrea böse ist. Ich hab geschafft, eine zu überzeugen, dass sie dagegen stimmt, aber trotzdem war sie traurig. Aber genau dich wollte ich sehen. Okay. Ich möchte mir für dieses Meeting alle Einzelheiten gewiss sein. Alles und ich klar. Halte dich für eine der besten Quellen in dieser Sache. Let's go. Wenn du Fragen hast, beantworte ich sie dir gerne. Gut, ich wollte mit dir auch über das Meeting reden. Ich bin vollkommen qualifiziert. Entscheidungen, das ist besser. Ein effizienter Austausch. Perfekt. Im Rahmen deiner Aufträge hattest du die Chance, Mitgliedern von Infinity LTD zu begegnen. Ich habe die alle erschossen, also die sind toll. Verdienen sie eine zweite Chance? Und warum? Auf jeden Fall, wir können dadurch die Jobs von 1000 Menschen retten. Die Belegschaft von Infinity ist größtenteils inkompetent, das wäre okay. Der Großteil der Arbeiter ist unschuldig. Sie wussten nicht, was tatsächlich los war. Wieso glaubst du, ich hätte genug Kontakt? Ich das Erste, würde ich sagen. Diese Art von Selbstlosigkeit ist ein Luxus, den ein Unternehmen sich nicht leisten kann. Es ist eine finanzielle Last und wäre für mich ein enormes Unterfangen. Ja, geh doch. Wir würden Angestellte zu Infinitys günstigeren Gehaltsgrenzen übernehmen. Na schön, dann bring eben 1000 um ihren Job des Manipulierens. Das ist wahr. Wie hat er auch nicht Infinity gefallen? Infinity hatte nie Gott. Die Ressourcen, um mit uns ihre wenigen... Digga, ich will hier nochmal laden. Mann. Was meinst du? Okay, hat das jetzt gefallen? Oh, scheiße, ich meine, okay. Masako und Dalton hatten schon... Ich möchte... Wieso kann man denn mittendrin nicht laden? Interessant. Danke für deine Ja. Das ist der nächste Grund. Er ist ohne Zweifel. Nun, das war alles sehr... Digga. Lass mich doch nochmal schauen. Ich habe das gerade nicht verstanden. Für Infinity gegen Neuroamp.
Und trotzdem geht es irgendwie schief. Das ist die einzige, die letzte Person jetzt. Ihr Agent zieht auch wirklich alles an. Digga. Genau dich wollte ich sehen. Okay. Auch Meeting Ring. Ein effizienter Aus. Im Rahmen deiner Aufträge. Hatten wir schon. Verdienen wir Sie schon. Eine zweite Chance? So. Hier, diesen. Erstmal auf Death pochen. Ist unschuldig. Sie wusste nicht, was war. Oh, mir ging es hier nicht um Drexlers Taten. Sondern? Die Frage ist, ob ein überlegenes Unternehmen wie Ryujin so viele potenziell mangelhafte Angestellte aufnehmen sollte. Oh. Wir würden Angestellte zu Infinitys günstigen Gehaltskonjo. Na schön, dann bring eben, du hast hier die Chance, etwas Gutes zu tun. Warum ergreifst du sie nicht? Das ist gut. Genevieve oder Alexis wären für diese Überlegungen empfänglicher. Ich konzentriere mich lieber auf Zahlen, statt von Gefühlen gelenkt zu werden. Uiuiui. Klingt so, ach, ich glaube, immer wenn ich manipulieren mache, nutze ich ja das Gerät. Klingt so, als hättest du dich schon entschieden. Warum fragst du mich überhaupt? Na schön, dann bring eben Tausende um ihren Job. Wieso dachte ich nur, sie würden dir was bedeuten? Vielleicht war es deine hoffnungsvolle Einstellung, die dich das hat glauben lassen. Oha. Nächste Frage. Was hältst du davon, wie Masako mit dem Verrat umgegangen ist? Das wurde gut gemanagt. Es zeigt, wie hervorragend Masako die verschiedenen Situationen bewältigt. Das war schlampig. Es hätte gar nicht erst zu einem Maulwurf geben dürfen. Wir haben den Maulwurf geschnappt, also würde ich von einem Erfolg sprechen. Ja. Was meinst du, hat zu diesem Erfolg geführt? Über die Einzelheiten darf ich leider nicht sprechen, weil sie nicht sofort in Panik gerieten, als das Problem bekannt wurde. Masako blieb cool und hielt sich an den Plan. Die Info verfrüht rauszugeben, hätte Panik verursacht. Das sind beides die gleichen. Masako und Dalton hatten schon einen Plan, um den Maulwurf zu enttarnen, und er ging auf. Das hier. In der Tat. Hätte Masako uns zu früh informiert, hätte es zu internen Kämpfen kommen können. Siehste? Danke für deine Einsichten. Da du mir so bereitwillig geholfen hast, sollte ich wohl fragen, ob ich etwas für dich tun kann. Ja, den gegen Neuroamp stimmen. Der interne Neuroamp, die Technologie ist gefährlich, sollte verboten werden. Die Technik ist nur für die gefährlich, die sie sich nicht leisten können. Der Typ schon wieder. Das treibt die Verkaufszahlen an. Andreja, du hast zu diesem Thema doch bestimmt noch etwas zu sagen. Komm, sag's ihm. Ah, deine Begleitung. Ja? Eine weitere Perspektive wäre Let's sehr go. Willkommen. Es ist naiv zu glauben, dass diese Technik kontrolliert werden kann. Genau. Stell dir vor, Varun-Fanatiker oder die Crimson Fleet hätten Neuroamps. Genau. Es ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann. Seid ihr für alle Konsequenzen gewappnet, wenn dieser Tag unweigerlich kommt? Ein bedenkliches Szenario, ja. Aber warum hältst du es für unausweichlich? Ja, wird eh kommen. Es liegt in der Natur des Menschen. Genau, zu manipulieren. Nuklearwaffen, chemische Kriegsführung, richtig Xenowaffen, so, Andreja. Früher oder später bekommen Feinde und Konkurrenten die Technik in die Hände ja. und können sie zu eigenen Zwecken rückentwickeln. Nun, du hast meine Sorgen wirklich an die Grenze gebracht. Gut, gut. Deine Freundin ist sehr überzeugend. Okay. Der interne Neuroamp birgt einige Risiken. Richtig. Und ich bin nun nicht mehr gewillt, diese einzugehen. Perfekt, danke. Nun, das war alles sehr erhellend. Vielen Dank für deine Zeit. Wild, oder, Odin? Wild, wild. Boah, Glück auf 3-4. Oh mein Gott. Das war so knapp. Infinity easy, aber das 3-4. Aber Andreja, Kuss, du hast es gut gemacht. Oh Mann. Jetzt verstehe ich auch, warum sie jedes Mal... negativ war, weil immer wenn ich es benutzt habe zu manipulieren, hat sie jetzt nicht gefallen. Ich habe beides für ja stimmen lassen. Du zu gefährlich. Du musst es mal vom echten Leben ausgehen. Also ich bin jetzt halt Spieler, aber egal. Du hast ein Gerät, was andere Gedanken manipuliert. Das wird safe für wilde, kriminelle Sachen benutzt, weißt du? Irgendwelche Schweine draus machen Dinge, die andere... halt strafbar immer und so, ne? Ist er jetzt schon. Bei jeder Kleinigkeit wird es ausgenutzt und benutzt. Von daher, ich habe das jetzt versucht. Ich habe es vielleicht geschafft. Mal schauen. Du hast nicht gesehen, was ich in der Anlage verursacht habe, ne? Ich habe das alles natürlich pazifisch, also pazifistisch und so. Hallo, WB Jeroka. Das waren jetzt krasse Gespräche mit denen, hey. Boah, ich habe so geschwitzt. Ich habe es aber... Ich habe, glaube ich, die Wahl ist richtig. Wir haben sie hier.
Neuroamp, 3 zu 4 für Nein, perfekt. Also 4 zu 3 für Nein, also Nein auf jeden Fall. Und Infinity aufnehmen, ja, let's go. Oh, diese Scheiße habe ich noch, ich muss mal ausziehen im Müll, ey. Lasst uns anfangen. Wie ihr wisst, haben wir im SNN erfolgreich die fehlgeschlagenen klinischen Studien und Mordaufträge von Infinity LTD enthüllt. Infinity LTD. Die Öffentlichkeit will, dass die Leitung, insbesondere Lucas Draxler, vor Gericht kommt. Ja. Und er arbeitet sicher schon an seiner Kündigung. Vernünftig. Ryujin wird bald eine Stellungnahme abgeben. Aber jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, Infinity zu übernehmen. Genau. Gut, gut, gut. Nichts sagen. Eigentlich hat sie was Gutes gesagt. Mit unserer Absicht, Infinity zu übernehmen, würden wir die Mitarbeiter beruhigen. Durch die Kündigung von Ryujin das öffentliche Vertrauen gewinnen. Ankündigung. Wir sollten jetzt handeln, bevor die Konkurrenz zuvorkommt. Masako hat dich noch nie in die Irre geführt. Ich würde ihrer Einschätzung vertrauen. Ja, das ist. Aber sie ist immer noch der Maulwurf. Wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, das Erste. Da stimme ich tatsächlich zu. Okay. Die Übernahme birgt Risiken und wird uns allen viel Arbeit bescheren. Aber insgesamt wird sie sich für uns auszahlen. Mein Team ist bereit, mit dem Zuwachs umzugehen. Wir werden nur zu gerne einen Rivalen los. Einwände? Einwände? Infinity LTD ist eine Unbekannte. Die rechtlichen und finanziellen Risiken sind unhaltbar. Oh mein Gott, diese Juristin da. Ich werde die Entscheidung nicht unterstützen. Ich habe jetzt schon genug um die Ohren. Wir ignorieren hier alles, was uns überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Okay. Ja, unsere Sicherheit hatte Lücken. Aber Dalton wurde von Masako eingestellt. Das Problem sitzt also ganz oben. Tatsächlich schlage ich hiermit Masakos Absetzung als CEO vor. Du solltest diese Linie nicht überschreiten. Odin. Ich konnte noch nicht. Und da du die Verräterin bist, solltest wohl eher du deiner Stellung enthoben werden. Jetzt. Moment. Soll das heißen, du hast gelogen? Oh, jetzt. Dalton, ich hab Gänsehaut. Du selbst hast verkündet, Imogen sei die Verräterin gewesen und oh mein die Sache Gott. Erledigt. Jetzt bricht alles zusammen. Es ist... Oh mein Gott. Also ich konnte noch nicht. Ich konnte die noch nicht herauswerfen lassen. Das ging noch gar nicht. Also bei meiner Story zumindest nicht. So. Okay, jetzt haben die es ausgesprochen. Wolltest du etwas sagen? Moment. Achso, okay, Meeting. Wir haben bei Imogen gelogen, damit Ulara sich selbst belastet. Imogen ist unschuldig. Sie hat einen wichtigen Beitrag zu Ularas Bloßstellung geleistet. Wir mussten also lügen, um einen Job zu erledigen. Diese Methoden sind euch allen sicher vertraut. Wir haben bei Imogen gelogen, damit Ulara nicht selbst sich belastet. Genau, richtig, richtig. Hast du irgendwelche Beweise für diese unerhörte Anschuldigung? Aber natürlich. Den Code, den du auf dieser Slate versteckt hattest und der belastende Beweise gegen Masako auf Lucas Draxlers Computer laden sollte. Ich mache es kurz, Ularu. Du bist gefeuert. Weg mit dir, piss dich, Digi. Bis zu deinem Entlassungsgespräch wirst du unter Bewachung in deinem Büro bleiben. Jawohl. Das ist nicht fair. Endlich. Gib mir wenigstens die Chance, zurückzutreten. Nein. Damit du direkt bei der Konkurrenz anheuern kannst? Nee, weg. Wohl kaum. Ich höre aber zum ersten Mal davon und werde mir die Beweise genau ansehen müssen. Ist das mit der Stimme? Aber aus dieser Sache kommst du nicht so einfach raus. Viel Spaß in der Arbeitslosigkeit. Du wirst für eine lange Zeit verschwinden. Tut mir leid, Ularu. Du bist hier erledigt. Das ist das Beste. Wachen, bringt Miss Chen in ihr Büro und seht zu, dass sie dort bleibt. Ihr werdet das bereuen. Oha, irgendwann gibt's doch Rache. Oha. Wir werden wohl lediglich bereuen, dir je vertraut zu haben. Genau. Nun dann, zurück zur Sache. Wer stimmt für die Übernahme von Infinity LTD? Hier. Over. Ich. Wer ist dagegen? Ich. Gut. Alexis, setze die nötigen Dokumente dafür auf. Normal wäre sie auch dagegen. Möchte Alexis. Jemand noch etwas zur Diskussion stellen? Ja, Neuroamp. Pass doch auf. Christi. Meiner Meinung nach sollte die Arbeit am internen Neuroamp eingestellt werden. Der interne Neuroamp ist zu gefährlich, um ihn auf den Markt zu bringen. Ich neige dazu, die Produktion des Neuroamp zu verschieben. Zu gefährlich. Der interne Neuroamp
wird den Erfolg von Ryujin Industries für mindestens die nächsten zehn Jahre garantieren. Weg, weg. Warum sollten wir ihn jetzt aufgeben, da er funktioniert? Oh mein Gott, Gott, oh Gott. Er beraubt einen Menschen seines freien Willens, das ist falsch, genau. Und die Öffentlichkeit davon, wenn die Öffentlichkeit davon erfährt, ist das Vertrauen dahin, besonders gegen Ryujin. Oder Sarajin? Oder Jinjin? Was für ein Jin ist das? Bing. Der Internet-Neuro-Amp ist im Prinzip ein Gedankenkontrollgerät, er sollte verboten werden. Es gibt zu viele moralische Konsequenzen, die vor der Markenerfüllung geklärt werden müssen. Das ist mit dem, also ich würde das nehmen, freie Wille. Oder Gin Tonic. Ich warte. Oder Ginger Ale. Ich verstehe. Ja. Also, das mit dem freien Willen ist richtig und Gedankenkontrollgerät. Die beiden sind ziemlich gleich. Sobald die Öffentlichkeit von den Möglichkeiten dieser Technologie erfährt, wird es einen enormen Aufruhr geben. Ja. Na schön. Wer ist für die Einstellung des Dominion-Projekts? Oh mein Gott, komm bitte. Ich. Ich. Wer ist dagegen? Ich. Wiener, bereite Dominion zur Einlagerung vor. Hat noch jemand etwas vorzutragen? Hab ich geschafft? Da haben wir jetzt... Nein? Dann sind wir für heute durch. Ist das... Hab ich sie... Zur Einlagerung, Wenn oder? Wenn du hier bist, machst du draußen wenigstens keinen Unfug. Oha. Also zur Einlagerung. Ja, Rocker, ich habe ganz viele Safe Games. Das Spiel hat sich beschwert, ich habe so viele Safe Games. 181 hatte ich. Tja. Da muss ich viele löschen. Ich hätte sie gerne alle gehabt, aber ich weiß nicht. Die sind nur noch auf der Cloud, nicht auf meinem Computer. Ja, ich musste die letzten paar... Also die eine Stunde musste ich jetzt viel normal safen, weil Schnellspeicher nicht ging. Denn durch Schnellspeicher hatte ich die Option, das alles nochmal zu machen. Ohne Krach und so weiter. Masako Imada. Lasst uns sprechen, CEO. Aber hast du Geld, kann ich dich beklauen vorher? Nee, kein Geld habe ich schon geklaut, lol. Okay, lass uns reden. Ach. Den internen Neuroamp einstellen, das hätte ich nicht erwartet. Doch. Vielleicht verstehst du jetzt, was so gefährlich ist am internen Neuroamp. Der Vorstand stimmt zu, das wird das Beste sein. Ich habe es versucht, es lief anders als gedacht. Ich habe noch nie gerne Befehle befolgt. Ja, auch alles, aber das Erste ist besser. Wohl wahr, aber das zeigt auch, wie nützlich er ist. Ja, aber gefährlich ist... Was zählt ist, Main. Dass Lucas Drexler eine Lektion gelernt hat und okay. eine Verräterin enttarnt wurde. Du hast dich hier bei Ryujin als äußerst hilfreich erwiesen. Bitte will Senior. Ich will Senior werden. Wie ist es, Odin? Habe ich trotzdem noch die Kräfte jetzt oder ist das vorbei? Komplett devoted alles. Was das deine Art ist, dich zu bedanken, gern geschehen. Wenn es dein. Ich habe nur meinen Job gemacht. Danke. Das von Ryujin CEO zu hören, ist ein ziemlich großes Kompliment. Ich hoffe, das bedeutet auch eine Gehaltserhöhung. Ich will Senior Vice President Dingsbums werden. Gehaltserhöhung. Linden und ich haben das bereits besprochen. Und ja, du bekommst mit sofortiger Wirkung eine Gehaltserhöhung. Ich schätze deine Hilfe bei der Enttarnung von Ularo sehr. Unsere Agents mussten noch nie so umfassend gegen unsere eigenen Leute ermitteln. Das kann für dich nicht leicht gewesen sein, zumal du noch nicht lange bei uns warst. Ularos Plan war ehrlos. Sie verdiente es nicht, damit Erfolg zu haben. Wichtig ist jetzt, dass wir aufsteigen. Ich will Senior werden. Wie oft passiert es, dass bei Ryujinas jemand gegen Unternehmen arbeitet? Überhaupt keine Probleme für solche Jobs. Ich tue auch, was immer nötig ist. Okay, das ist für mich nichts Besonderes. Okay, ich tue, was auch immer nötig ist, um Ryujin an der Spitze zu halten. Ganz meine Meinung. Na klar. Imogen hat sich in dir nicht getäuscht. Beste. Wie versprochen habe ich hier deinen Bonus. Ich hoffe, die Summe ist deinen Mühen angemessen. Außerdem hast du dir eine Beförderung ja, mehr bitte, als verdient. Senior. Glückwunsch. Das ist noch untertrieben. Ja. Ich weiß nicht.
ob das wirklich der richtige Job für mich ist. Erzähl mir mehr über die neue Position. Ich würde einfach Danke sagen, aber erzähl einfach, komm. Was die Details angeht, wäre es sicher angebracht, dass jemand aus der Operations dir alles erklärt. Okay. Ich habe etwas mit dir zu Der Erfolg heißt Chefetage. Bin ich jetzt Senior Vice President, CEO, Vertretung und was auch immer. Hab ich Spiel durchgeschafft. Wie Nope. Odin, das wollte ich nicht hören. Sprich mit Sarah. Ja, komm, wir sprechen mit dir. Ich will jetzt CEO 2B Klasse 3A sein. So ein Ding. Du kannst nun wohl den Punkt, die Karriereleiter erklommen, auf die Liste deiner Erfolge setzen. Operations erst, so eine Kacke. Vielleicht ist es gut, dass das Forschungsprogramm endet. Wohin diese Neuro-Amp-Technologie führen kann. Es gibt zu viele negative Szenarien. So habe ich noch mehr Arbeit, ey. Viel zu viele. Es würde unter Garantien einer Katastrophe enden. Niemand sollte so viel Kontrolle über andere haben. Ich denke, es wäre schon okay, aber wir können dieses Risiko nicht eingehen. Was wäre das schlimmste Szenario, das du dir ausmalen kannst? Ich würde nehmen Garantien einer Katastrophe oder niemand sollte so viel Kontrolle über andere haben. Ja, es ist das Gleiche, das Erste. Es gibt jetzt schon zu viele Konflikte genau. Unter Konzernen, die um diese Technologie streiten. Aber es erst Infinity, dann Ryujin. Wer ja. weiß, was als nächstes kommt. Diese Technologie gibt es aber schon. Wenn irgendjemand kommt und es klaut und weiterentwickelt oder vielleicht hat schon jemand anders das und wir wissen es nicht. Aber Ryujin! Ryujin könnte versuchen, die Welt zu erobern oder schlimmer noch, alle Welten. Krieg der Welt! Okay. Wir werden nie wissen, was hätte sein können. Die Technologie war früher oder später in die falschen... Genau, das ist wichtig. Du gehst also davon aus, dass sie das noch nicht ist? Du kennst die Menschen hinter Ryujin besser als ich, aber ich halte sie nicht für vertrauenswürdig. Ja, da hast du auch wieder recht. Das Projekt wird auf Eis gelegt, so nennt man das wohl. Wie gesagt, zu viele andere negative Szenarien. Es ist besser so. Nachdem die Frage des Neuroamps geklärt ist, sollten wir uns anderen Dingen widmen. Ja, bitte. Ja, komm. Was heißt andere Dinge? Erzähl. Oh mein Gott, wie andere Dinge? Was für andere Dinge? Wann jetzt? Und mach doch. Oh, das weiter. Was soll es da warten heutzutage? Kann ich dir nicht sagen. Sie hat mir ihr tiefstes Geheimnis verraten, dass sie Triple-Doppel-Agent von irgendwas ist, dass sie vom Haus Varun stammt, von den Vulkaniern und dass das Spocks Vater und keine Ahnung. Weiß ich nicht, also es ist, ja, ich bin sehr weit, ich bin stolz. Was weiß ich? Ich bin, oh mein Gott, diese Frau, ich mach mich fertig, das ist ein halbes Real-Life, das ist ja schlimmer als Real-Life, das ist ja BÄM! Und Odin sagt immer noch nicht, dass ich nicht Senior bin. Also, boah, mein Gott, ich werde fertig mehr. Also, ich bin kaputt. Das bricht mich hier alles. Sprich mit Sarah übermorgen. Sprich mit Imogen, sprich mit Sam, sprich, finde den Notruf in. Ja, voll geil. Wie soll ich mit Sarah sprechen? Ja, komm, wir gehen jetzt nur noch so raus. Mach hier keinen Ärger. Umziehen. Lasst mich erstmal umziehen, Alter. Wo ist denn mein normaler Anzug hier? Das da. Tarnanzug. Du bist 25% schwerer zu entdecken. Und ich wurde trotzdem entdeckt. Ich habe vorhin gesehen. Ich habe nämlich im Safe Game gesehen, ich hatte die schon mit Ding oben. Ich hatte die Mantis ganz früh gefunden. Level 12. Wie gesagt, mit Level 1 bis 5 oder irgendwo so habe ich eine Quest angenommen, die hat mich irgendwo an Arsch der Welt zu Level 35 Mobs geführt. Und
Dann auf einmal habe ich eine Quest gehabt, dann habe ich irgendwas mit Notizen, ich habe keine Ahnung, auf einmal habe ich eine Mission, die war ultra krass. Dann hier, Mant ist da, dies, das, jenes. Und dann Raumschiff bekommen, Anzug bekommen, alles legendär. Ich dachte, bam, Buch, was jetzt? Und ich habe erst später erfahren, dass es diese Rüstung in der Loge gibt. Also, und die Loge-Rüstung ist, was einige Stats angeht, besser, aber was die Perks angeht, schlechter. Ja, das war so ein Feeling, Alter, ohne Scheiß. Nachdem ich so viel verglichen hatte, plus, minus hier, physisch und, also krass. Das war echt bam, ja, ja, das war krass. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Das Krasse war, ich hatte kurz davor mein eigenes Raumschiff umgebaut, habe eine Stunde mich im Editor gequält und war schon mit den Nerven fertig. Und eine Mission später, oder diese Storyline später, hatte ich auf einmal ein anderes Schiff bekommen. Was noch weniger Kilo hatte, also habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, weil das Schiff war für mich dann Schmutz. Ich wollte mehr Kilo haben im Schiff, weil ich diesen Tresor noch nicht kannte. Diesen Unlimited Tresor. Ich habe geschafft, mein Schiff auf 1430 Masse zu optimieren von, weiß ich nicht, was es Anfang war, 400 oder so. Und dann habe ich lieber mit meinen geflogen. Ja. Hab dann gestern zufällig das Schiff von jemand bekommen, den ich töten sollte. Hab sie überredet, dass sie verschwindet, wie ich das so oft mache. Hab mich trotzdem auf diesen Pilotensessel hingehockt und ich hatte das Schiff. Und damit fliege ich jetzt gerade. Ja, na klar, Odin, sicher. Wie du mich, so ich dich. Ich hab mich nur gerecht. Revenge of the Sith. So, was ist denn jetzt mit dieser Korb hier? Hasse dein Stream eh. So eine Scheiße schaue ich mir nicht an, Digga. Das war jetzt nur so Folgen und Geschwafel und so. So hier, weißt du, damit jetzt nicht negative Stimmung aufkommt hier, so ein Ding. Ich würde Kupfer hier, Mission. Das Casting. Wie geht es hier weiter? Ich will weitermachen bei Ryujin. Grundsachen undercover, nee. Aktivitäten, sprich mit Sarah, sprich mit ihm. Ah doch, mit Emoji. Okay, ja gut. Im Emoji sprechen ist ja klar. Emoji, ja, ja, ja. Ich dachte, da das Ding so einen Punkt hat hier, ist das abgehakt, aber das ist. Also ist das schon fertig, aber nee. Ist Emoji wieder da? Geil. Kann ich jetzt überhaupt noch nach Neuatlantis? Ja, ich würde. Boah, wir können sie umarmen, weil sie wieder da ist? Ich meine, es ist nur so freundschaftlich. Oh, sie hockt. Wäre wieder so. Weißt du, an was mich das erinnert? Gefesselt, würde früher oder später jemand erstochen werden. Dit an Jack Bauer. Wo sie dann immer so in diesem Glas irgendwas Gebäude hier so drin sind. Saukopf ist auch großer. Ja, ich habe leider habe ich nicht die Mats, die zu bauen zu Hause, aber mach ich dann. Immer hier, wie heißt diese Serie nochmal mit Jack Bauer? Mit Kiefer Sutherland. Eine der geilsten Serien früher. So, hallo! Imogene. Wie geht's dir, Frau Salzo? 24, genau, 24. Und die stand doch auch immer nur viel höher in so einer Kabine, in so einem Büro, was ringsherum Glas hatte. Und dann haben sie immer so herabgeschaut auf die einzelnen Agenten. So ein bisschen erinnert mich das, wie sie immer so rausschaut hier. Ist nicht ganz so affig, aber so ein bisschen. Deswegen habe ich gemacht dieses Lü-lü-lü.
Dieses Klingen hatte dann irgendwann später jeder am Handy. Wurde ja berühmt, dieses Klingen da. Und das dit, 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 dit. Okay, dann haben wir Mass automatisch. Dann haben wir das mal löschen. Ja, und machen wir ein neues. Okay. Du hast hier einiges durcheinander gewirbelt. Ja, auch dich. Unglaublich, dass Ularu mir das anhängen wollte. Geil, oder? Das hätte ich besser wissen stolz? Sollen. Aber das ist Schnee von gestern. Schnee wäre geil, ja. Es wird Zeit, dass für dich der Alltag wieder einkehrt. Im Ernst? Ich soll mich gleich wieder in die Arbeit machen? Hast du einen Arsch offen? Nach all dem, was passiert ist, klingt Alltag doch verdammt langweilig. Ich bin bereit, mich für die Arbeit zu machen. Schön, dich wieder im Büro zu sehen. Imogene. Auf mich wartet leider zur Feier meiner Rückkehr nichts als ein Haufen Papierkram. Lass es doch die AI machen. Als Neuzugang wurdest du persönlich betreut. Okay. Aber die meisten Aufträge hier werden über die Auftragsbörse vergeben. Genau. Dort findest du alle Aufträge, die von den Technikern eingereicht und von mir genehmigt wurden. Fragen? Nein, genau das will ich. Ich mag eine, ich mag die andere auch. Weißt du? Also ich mag die andere. Also, ist gut. K-W-R? K-A-W-R? Nein, alles gut. Das macht deinen Job doch deutlich einfacher. Ich habe mir mit dir also gar nichts mehr zu tun. Was ist deine Auftragsbörse? Was sind das für Aufträge? Dich sollte da nichts Neues erwarten. Ja, okay. Den Großteil unserer Arbeit hier hast du während deines Trainings schon erlebt. Habe ich eh schon gemacht, erinnerst. Wild. Dateien hochladen, Indizien manipulieren, Blaupausen beziehen. Du ja. Weißt schon, solche Real-Life-Jobs. Indizien manipulieren klingt gut, ja. Tja, sobald wir hier fertig sind, kannst du in dein Büro gehen und es dir selbst ansehen. Okay. Sieh es als eine Art Computer, über den du dir deine Aufträge einfach geil, aussuchen geil, ich krieg kannst, mein eigenes Büro und meinen eigenen Computer? Zu müssen. Wup, wup, wup. Wup, wup. Ich habe mit dir also nichts mehr zu tun. Besser ist das. Nein, aber sieh das als Verbesserung. Schade. Ich tue es jedenfalls. Die Auftragsbörse ist für uns beide effizienter. Siehst du? Da haben wir was gemeinsam, Odin. Gleiche Reaktion hier. Halber Reaction-Stream hier. Das macht deinen Job deutlich einfacher. Schön wär's. Aufträge zu genehmigen ist alles andere als spannend. So. Mit deiner Beförderung hast du dir ein Büro verdient. Wenn du soweit appreciate. Bist, findest du dort eine persönliche Auftragsbörse. Und das Beste von allem... Du kannst deine Arbeitszeiten selbst oh, festlegen. Flexibel ist super. Und bevor ich es vergesse, Glückwunsch. Geil. Kann ich auch außerhalb des Redutant Towers auf die Auftragbörse zugreifen? Nein, nur innerhalb des Towers. Oha, jetzt auf solche Technik, Daten die begeistert. In der Öffentlichkeit zuzugreifen wäre ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Oh, sorry, so wichtig und Redutant und Öffentlichkeit und Tower und Fenster rausschauen auf die kleinen Leute. Ja, passt, abgehoben oder was? Ich habe meine Arbeitszeiten schon immer festgelegt. Selbst festgelegt. Trotzdem werde ich eines Tages den Laden hier schmeißen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Das war der erste Satz, den ich gesagt habe. Bei dem Bewerbungsgespräch. That's my Ziel. Da hast du vielleicht also Life sogar Goal. Recht. Oh. Sieh dir die Börse an. Oh, wenn du irgendwelche Fragen recht. Hast, steht meine Tür jederzeit offen. Aber nur für dich. Versteht sich. What the... Oh... Andreja, geh mal kurz raus, wie ihre Tür steht. Also, ich muss mal in den Schlitz schauen. Also, hi? Na? Jetzt sehe ich dich mit ganz anderen Augen. Oh, ja, okay. Ich verstehe. Das zieht sich wie Kaugummi. Chewing Gum, sagst du? Gut. Ich wollte eigentlich... Ja, räusper dich hier. Ich habe gehört, dass ich wollte eigentlich hier rein und schauen, ob ich das hier machen kann. Ja, schau mal. Ich kann das machen, was ich machen wollte, Odin. Als ich das erst... Hey, das ist ja genauso wie mein Rot. Oh mein Gott, das Bild. Schau mal an. So. Ich bin Ken Jin.
Hast du gecheckt, dass beim Empfang unten der Ken steht? Weißt du, wo es Ryun Ken gibt? Hadouken! Shoryuken! So geil, habe ich sofort gesehen. Also, als ich rein bin, das erste Mal in den Saftladen hier, habe ich gesehen, es gibt hier ein Mission Terminal. Genau, Street Fighter, exakt, more. Und da steht, als ich drauf geklickt habe, steht drin, es geht nur, wenn man Senior Fuzzi ist. Und ich wollte unbedingt, also mein Live-Goal für die Firma war es, auf dieses Missionsboard zugreifen zu können. Jetzt kann ich's und tschüss. Kein Bock mehr. Mehr brauche ich nicht. Ich kann darauf zugreifen, ich leck mich. So. Tschüss. Das war's. Platziere Beweismittel. Ich nehme alles an, was keine Zeit hat. Ja? Ja, weiter geht die Story ja eh nicht. Ich habe das, glaube ich, dann Ende. Hacke Trade Tower. Oh, klingt gut. Sabotiere Laredo Firearms. Ich glaube, das sind jetzt einfach ganz normale Quests. Wenn ich die drei mache, kommen drei neue. Das sind also random generiert. Und ich glaube, die Story ist, glaube ich, damit zu Ende, ne? Warte. Nur auf Info. Story ist, glaube ich, zu Ende. Wo ist denn mein Büro? Ich habe da, glaube ich, auch so ein Ding. Tür. Region ist Mr. Auftragsbörse. Okay, da ist nichts mehr, was der gleiche Computer ist. Gut, danke. Ich darf die nehmen? Und das ist kein Cloud-Ding, weil es in meinem Büro ist. Ich lasse die da hängen einfach. Ich brauche die eh nicht. Das ist doch... Oh. Credits, die nehme ich raus? Die anderen Sachen lasse ich drin. 5 von 6 Mods? Robotschaden? Warte. Robotschaden. Dann Korrosiv. Verringert 6 Sekunden lang die Panzerung des Ziels. Schalldämpfer, Laservisier, Reflexvisier, Mündungsbremse, großes Magazin. Ultra. Lass ich drin, brauche ich nicht. Alles gut. Dann habe ich ja halt zumindest hier was. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, hierher zu kommen, wenn ich einmal nichts mehr habe. Komme ich her, kann ich die blaue Vase nehmen hier. Geil, Mann. Geil. Nice. Schön. Das ist mein eigenes Büro. Aber wenn wir im eigenen Büro sind, können wir doch auch, ich meine, wo wird denn sowas sonst gemacht außer im Büro, Andreja? Was gibt es? Lasst uns mal kurz reden. Ja, natürlich. Ich würde gern mehr über Haus Varun wissen. Oh, es gibt eine Storyline. Es wundert mich nicht, dass du Fragen hast. Okay. So. Danke fürs Erste reicht. Gott, genug gefragt. Warum entsendest du Haus Varun Undercover Agent? Was? Warum entsendest du Haus Varun Undercover Agent? Hast du Angst, dass deine Leute dahinter kommen könnten? Bedrückt es dich, dass deine Heimat so weit entfernt ist? Glaubst du, du wirst jemals nach Hause zurückkehren? Kannst du mir erklären, was die große Schlange ist? Mach du mal. Könntest mich ebenso gut bitten, das Universum zu erklären. Ja, dann erklär mal, ich könnte Folgendes ewig zuhören. Kann ich dir sagen. Okay, tell me more. Die große Schlange hat sich Jinan Varun vor Jahrzehnten gezeigt. Die Schlange. Sie erklärte ihm, dass sie diese Galaxie erschaffen und ihr Leben eingehaucht habe. Okay. Nach ihrem Schöpfungsakt eingeschlafen sei, bald aber wiederkehren werde. Aber und bald. Dass ihre Diener bei ihrer Wiederkehr belohnt werden. Alle anderen aber in den Schatten gestoßen werden. Ja, das ist so. Wir so, bereiten so uns seit Generationen auf ihre oder? Wiederkehr vor. Yo, wie ist es so, wenn man zu Haus Varun gehört? Sei versichert. Ich will auch es dazu gehören. Es ist nichts für Zartbeseitete. Ich bin wissen, dein Mann, also Zukunft ich meine, für das. Wird. Nicht nur das eigene Schicksal zu kennen, okay. Sondern auch das aller um einen herum. Und es doch für sich behalten zu müssen. Es ist eine Herausforderung. Du bist ja nicht mehr allein, ich weiß es doch. Doch wie bereits gesagt, ich weiß es doch es jetzt, mich meine auch Liebe. Mit einem Lebenszweck, der mich leitet und antreibt. Ist doch schön, ist doch schön. Ist doch schön, Chevetage. Oh, der Puls, den habe ich gar nicht reconnected nach dem letzten Mal Klo gehen. Scheiße, der Puls unstimmt nicht mehr. Oh mein Gott.
So sorry, Digi. So, glaubst du, du wirst jemals nach Hause zurückkehren? Diese Entscheidung obliegt nicht mir. Wem obliegt Wenn sie der denn? Hohe Rat mich ruft, gehe ich. Oh, echt? Bist Bis du dann weg? Bis dahin tue ich weiter, was der Hohe Rat mir aufträgt. Okay, bedrückt es dich, dass deine Heimat so weit entfernt ist? Ich bin ein Mensch. Na also klar. Natürlich. Mensch, ist doch ein Doch ein ich Alien, habe eine Mission. Ja, die mithilft, das Leben und die Sicherheit meines Volkes zu beschützen. Das steht über persönlichen Gefühlen. David Copperfield Maine, sagst du? Ja, es gibt so viele Bücher über alle möglichen Geschichten hier. Ich hoffe, du hast sie dir durchgelesen, Jero. Also ich habe ganze Menschheitsgeschichte schon gefunden. Aber David Copperfield ist krass. Das ist halt wild. Hast du Angst, dass deine Leute dahinter kommen könnten? Trotz all meiner Erlebnisse hatte ich nie solche Angst wie damals, als Nicht. Sarah und okay. Vladimir mich zur Rede stellten. Aber sie willigten ein, mein Geheimnis zu wahren. Und sie hielten ihr Wort. Okay. Das hat mich überrascht, mir aber auch Trost geschenkt. Ich weiß, dass die wenigsten so reagieren würden. Ja, bitte? Haus Varun ist in den besiedelten Systemen noch immer verhasst. Egal, ich mag Was das. Was sich auch so bald nicht ändern wird. Das ist schließlich der Hauptgrund, warum ich hergeschickt wurde. Ich bin der Hauptgrund. Warum entsendet Haus Varun Undercover Agent? Du weißt um unsere ereignisreiche Geschichte mit den besiedelten Systemen. Okay. Kaum jemand hat den Kreuzzug der Schlange vergeben. Oh, der Kreuzzug Hohe ist immer Rat wild. Fürchtet, dass noch immer viele nach unserer Auslöschung trachten. Daher halten wir Ausschau nach Warnzeichen und erstatten Bericht. Es nach hilft auch nicht, dass okay. wir leider noch immer von Importen abhängig sind. Oh. Das Leben am Rande der besiedelten Systeme ist Ja, was schwer. Soll denn? Das kommt Und doch her! Schließt euch der UC an! Daher helfen Agents, Deals mit Schmugglern zu überwachen Oha, und die Waren alles nach illegal. Hause zu transportieren. Alles illegal. Danke fürs Erste, reicht es. Nein, danke dir. Ja. Es ist gut, mit jemandem darüber reden zu können. Ja, aber ich will doch, also, was ist denn hier, was... Ja, toll, wir haben keinen Dialog Gut, mehr. Gut, dann auf bald. Ja, bis dann. Okay. Alexa? Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 29 Grad Celsius. Oh, 29, Heute 6, Abend Alter, wird eine Tiefstemperatur von 14 Grad erwartet. 29,6 und so stickig, kaum noch atmen kann ich hier, sehr, sehr wild. Sehr wild. So. Dann machen wir mal einen Speicherstand. Und dann werden wir mal... Das ist Tag 9, gell? Dann werden wir mal Tag 9 abmoderieren. Was soll ich sagen? Das war's Tag 9. Ganz wild. Wir haben die Storyline von Ryujin durchgespielt. Und wir sind halt krass... Und wir haben das nicht alles so gemacht, wie es ihr bestimmt gemacht habt. Schreibt in die Kommentare, wie es ihr gemacht habt. Und ich musste Waffengewalt sprechen lassen, aber so bin ich. Rambo Jax. Hier und jetzt. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, freut euch auf Tag 10. Es wird noch legendärer. Bestimmt wird von Tag zu Tag besser. Lasst ein Abo da, ein Like, kommentieren, irgendwas, dies, das. Also wir sehen uns in der nächsten Folge bei Tag 10. Und ist krass, ich bin einfach wild. Also, Tag 10, Ende.